die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Kommandowagen, Mannschaftstransportwagen, Hilfsleistungen, Löschgruppenfahrzeug und unsere große Drehleiter, Rettungshöhe 23 Meter. Vielen herzlichen Dank an die Kameraden der Feuerwehr aus Taucha. Das ist euer Applaus. Schön, dass ihr da seid. Die Feuerwehr, das ist unsere große Drehleiter. Also bis auf 23 Meter. Das letzte Bier war schlecht bei mir gestern. Das ist euer Applaus. Schön, dass ihr da seid. So, und nicht nur männliche Feuerwehrleute, sondern auch FeuerwehrInnen geht im Quatsch. So, auch für dich einen großen Applaus. Schön, dass du da bist. Und jetzt sind wir unsere historische Feuerwehr. Der Malteser Rettungswache. Die kommt danach. Hier seid die Einwohner. Die Freiwillige Feuerwehr aus Eilenburg. Hier gibt's Freibier, ne? Ah ja, Eilenburger Stadtfest haben wir auch gerockt. So, das ist euer Applaus. Schön, dass ihr da seid. So, die Malteser. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns in diesem Jahr auch wieder begleiten. Schön, dass ihr da seid. Wenn es irgendwo klemmt und zwickt und zwackt, dann ruft man die Malteser an. Und im besten Falle kommst du. Wie heißt du? Ich bin die Franzi. Franzi, du machst das mit Leidenschaft, mit Liebe. Seit wie vielen Jahren? Seit 2018 aktiv. Wir wünschen euch, schön, dass ihr da seid. Ist das eine BMW? Ist das? Sehr schön. Also, ihr seid dafür verantwortlich, dass an diesem Wochenende alles ruhig geblieben ist. Gab es irgendwelche Ausfälle? Bei uns nicht. Das ist der historische Bus, das ist der Opel Blitz aus dem Jahre 1938. Der hat Fernsehgeschichte geschrieben. Lutz Ritter, unser Elektromeister, keiner sagt so schön auf Sächsisch, Röhmann, Lutz, mein Lieber, das, wenn mal irgendwo ein Kabel brennt. Lutz, was gibt's in dem Bus zu sagen? Du hast ja schon gesagt, Baujahr 1938, von 1971 bis 1985 ist ein Taucha gefahren. Am 1. Mai 1923 steht immer traditionell an der Spitze des Festumzuges rund 25 Musikerinnen und Musiker aus allen Altersklassen. Zum Repertoire gehören klassische Marschmusik wie die alten Kameraden, Schlager, Stimmungsmusik, alt wie ein Baum. Warum muss alt wie ein Baum gespielt werden, wenn ich moderiere? Und einer geht noch und Rosamunde auch. Und das Spiel war zu! Das ist hohe Kunst, weil die müssen alles machen, was er gezeigt hat. Das historische Stadttor von Taucha. Und das ist, wie gesagt, eine Produktion von Ralf Wehmann. 120 Kilo, 3 Meter hoch. Dankeschön nochmal an die Unterstützer von BB Solutions, Bobe Modellbau und den Bahnfreaks vom Gewerbepark Rösel. So, Tobias, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Wir haben gesagt, wir würden ganz gerne dein Gehalt etwas aufbessern. Ab 30.000 wird die Stadt dann zur Großstadt und dann wirst du Oberbürgermeister. 30.000? Ich glaube, wir 16.000 passen ganz gut zusammen. Es kommt nicht immer auf die Größe an. Ich kann jetzt nichts sagen, weil ich kann jetzt nichts. Ich darf jetzt nicht sagen. So, unsere französischen Gäste, sag ein paar Worte zu unseren Gästen. Ja, seit 32 Jahren unterhält die Stadt Taucha mit den Partnergemeinden Chatrac und Espaly eine Städtepartnerschaft und wir haben heute nicht nur 28 Französinnen und Franzosen hier beim Taucha mit dabei, sondern auch die Bürgermeisterin aus Chatrac und Espaly, Corinne Pranger und Christiane Mosnier und auch Nicole als Stellvertreterin. Ja, schön, dass ihr da seid. Auf die deutsch-französische Freundschaft. Jetzt müssen wir ganz kurz helfen. Das ist Model T, Baujahr 1919. Was für Benzin fährt der? Super Plus. Das ist schweineteuer gerade, oder? Ja, lohnt sich ja die Umstellung auf Elektrofahrzeug. Also an der Hupe müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Warum habe ich nicht, würde ich nicht niemals übergehen? Geht es dir gut? Naja, mir fehlt der Alkohol, aber ansonsten geht's mir gut, ja. Ich kenne das Problem.
Wir treffen uns morgen wieder bei den anonymen Alkoholikern. Na so, ich muss jetzt weiter. Machen wir. So, Dankeschön. So, unser großer. Kommen wir zur Besiedlung der Slawen. Familie Wunderlich und Freunde zeigen Slawisch, eine slawische Großfamilie, die im 9. Jahrhundert in unser Gebiet eingewandert ist. Sie betrieben Landwirtschaft und Viehzucht, aber eben auch Handel, fertigten handwerkliche Produkte. Und Birgits bunter Bauernhof ist immer mit dabei. Vor ein paar Jahren bin ich auch noch geritten, das sage ich mir heute, weil ich bin straff auf die 60. Man kann reiten lernen und natürlich jede Menge auch mit den Tieren tun. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ach, so süß. Geht's euch gut? Sehr schön. So, wir kommen jetzt und wir haben ja einen historischen Umzug zu unseren Feudalherren. Der Schussverein Taucher wurde 2000 gegründet. Hat sich seitdem als Förderverein und den Ausbau des Rittergutstolzes verdient gemacht. Im Festumzug zeigen sie Wilhelm von Haubitz, den bekannten Burgherrn um 1437, in einer Kutsche und seinem Gefolge. Wir machen zusammen mit dem Schlossverein die rauschende Ballnacht. Jo! Und da lassen wir es richtig krachen. Schlossverein, danke schön, dass ihr da seid! Ah. Oh, ich habe alles abgelesen. 1437 kamen die Haubitz. Und wir, der Wilhelm, der Ältere von Haubitz, waren erst 1525 auf der Fläche. Und hatten wir so die Schnauze voll mit dem Theater, mit dem Leipziger Rat, dass wir unser Schloss abgebrannt haben und dahin gegangen sind. Und unser Vetter, Wilhelm von Haubitz, der Jüngere, hat sich dann weiter geärgert. Haben wir ganz das neue Schloss gebaut. Und dann haben wir den tollen Schlossverein, der sich darum kümmert, dass dieses alles erhalten bleibt für die Bürger und Gäste von Taucher. Hat er gerade gesagt, er hat damals 1437 das Schloss abgefackelt. Du warst das! 25! Das macht doch keinen Unterschied, Mensch! Das ist ein lustiger Kerl. Aber die Hosen sind ein bisschen experimentell. Alles originalgetreu. Sehr schön. Er hat das Schloss damals 1518. Er war es. So, schön, dass ihr da seid. Ihr bekommt nochmal einen großen Applaus. Alles selbst geschneidert. In vielen, vielen Stunden Arbeit. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wer das Schloss abgezündet hat, wer da vorne ist, der war's. Ach, gebt ihr mal einen großen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Sieht so toll aus! Wir begrüßen den Freundeskreis Taucher, Schadrack und Espalier mit den Gästen aus Frankreich, aus dem Zentralmassiv, ca. 1250 Kilometer entfernt. Der Verein wurde 1996 gegründet, hat 55 Mitglieder. Ziel ist es, die Stärkung des europäischen Gedankens durch die Pflege kommunaler und privater Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Heute zeigen wir farbenprächtige Kostüme und einfache Kleidungsstücke aus der Renaissance. Schön, dass ihr da seid. Im Walzertakt in den Biedermeierzeiten 1815 bis 1848. Die Biedermeierzeit gestalten Romana und Carsten Schuhknecht mit Freunden. Die Kreation dieser wunderschönen Kostüme ist ihr Hobby. Jedes Jahr nehmen sie am WF-Gotik-Treffen in Leipzig zu Pfingsten teil. Musikalisch begleitet werden sie durch unseren Drehorgelspieler, der netteste Polizist, den wir in Taucher hatten. Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's sehr gut. Die Rente tut mir gut. Kriegst du noch Rente? Ja, noch. Noch. Schön. Also, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Also, unser Armin Woska, den kann man auch buchen. Zu Hochzeiten, Geburtstagen, Beerdigungen, alles was lustig oder weniger lustig ist. Enkel Linus. Wo ist der Enkel Linus? Ach, das ist der. Oh Gott. So, wir sind beim Handwerk. Und wir tun was für den Umweltschutz. Das Handwerk. Gott sei Dank, was fährt der noch? Diesel oder was ist da drin? Diesel. Ja. 1987 der Firma Edgar Hilbert aus Alten, bekannt durch Bremserfahrten und Fuhrunternehmen. Und darauf präsentiert sich der Fleischermeister Thorsten Schönfeld aus Großdorf, die Nancy Meyer von der Bäckerei Mohnhaupt in Pösitz. Das ist unser Handwerk. Schön, dass ihr da seid. So, gebt mal unseren Handwerker einen großen Applaus. Wir sind vom Heimatverein und bei Eder. Okay, das ist ein Pferd, ein Schaukelpferd, oder? Das ist ein Schlitten, oder? Das ist ein Tisch, verkehrt rum, mit schön verzierten Beinchen und ein schönes Schaukelpferd. Die Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes 1856 bis in die Gegenwart. Die RK Sozialstation, Pflegestation Marie Simon zeigt heute Bilder aus der Entwicklung seit der Gründung 1956. Kriege und gesellschaftliche Umbrüche
charakterisieren die Arbeit der Helfer, dem humanen Anspruch gerecht zu werden. In Taucher steht das DRK für Blutspendeaktion, Alters- und Tagespflege, dem Jugendclub und Behandlung von Ergotherapie. Schön, dass ihr da seid. Unsere Bürger schützen. Es ist immer wieder schön. Gab ja mal eine Zeit, da wurde das alles verboten. Da durfte keiner irgendwie eine Waffe tragen. Jetzt haben sie sich 1992 wieder gegründet auf dem Gelände der ehemaligen MIMO. Kremser wird von rheinisch-deutsch-Kaltgütern gezogen, das sind Pferde. Und im Abzügel sitzt Ansgar Hilbert aus Alten, dessen Firma heute gleich zweimal vertreten ist. Dankeschön, Ansgar. Ist viel los da, ne? Da wird auch Fallschirm, glaube ich, gesprungen und so weiter und so. Wir haben heute schon den Doppeldecker gesehen. Das ist, wie heißt das Brot? Bernd das Brot. Ja, schön, dass ihr da seid. Großen Applaus nochmal für unseren Flugplatz. Unsere Lion Dance, unsere IGE ist gegründet 2009 mit 28 Mitgliedern. Das ist ein Charleston, die Zeit der 20er Jahre. Sie tanzen Country-Musik, jeder ohne festen Partner. Ihr findet bestimmt noch Mann und Frau, ist kein Problem. Jeder Tanz hat eine festgelegte, hat immer die gleiche Choreografie. Und nächstes Jahr machen wir am Freitag wieder Eröffnung. Unsere Light Dancers! So, jetzt kommen wir zu unserem Sportverein. Mach nur Pläne, damit du Pläne hast. Ich schau mir zurück, so als wärst du spät. In 14 Mannschaften der SG Taucher 99, die erste Mannschaft wurde in der Saison 2023 erstmals Sachsenmeister. Aufgrund der sehr guten Nachwuchsarbeit werden sie jetzt gefördert von RB Leipzig. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir sind stolz auf die SG Taucher. Schön, dass ihr da seid, unsere Fußballer. Und jetzt sind wir beim AC Taucher. Ihr seid immer noch LC. Gut, oh ja, gut, auch Hauptsache Taucher, ne? So. Es geht alles ein bisschen durcheinander jetzt. Also, der LC Taucher hat mit den Stadtlauf organisiert. Der Uwe ist seit Wochen nicht mehr ansprechbar. Wir haben nicht nur tolle Leichtathleten, sondern allgemein einen schönen Sportverein. Und sie haben sich hier zusammen mit dem Heimatverein und dem Schlossverein stark gemacht für den Umzug. Dafür gibt es einen großen Applaus. Schön, dass ihr da seid, unsere Leichtathleten vom LC Taucher. Dankeschön. Herr Kegel. Oh, Helfer, das ist völlig wurscht. Also, jetzt kommen wir zu Blau-Gelb. Das sind unsere Kegler. Jahr für Jahr aufs Neue. Ja? Der Unterschied, der wichtigste Unterschied zwischen Kegeln und Bowlen ist? 9 Kegel. In der Kugel beim Bowlen ist ein Loch drin. Ja. Drei sogar. Drei Teile sogar so weit. Das wundert mich ja. So, in welcher Liga spielt ihr? Verbandsliga. Und ihr seid erfolgreich? Immer. Bist du aus Taucher? Ja. Zugezogen oder hier aufgewachsen? Quasi aufgewachsen. Sehr schön. Also gibt es mal für unseren aufgewachsenen Taucher einen großen Applaus für unsere Kegler vom KSV. Blau-Gelb, schön, dass ihr da seid. Zum Badminton. Taucher HSV. Badminton ist, das ist jetzt nicht die Originalgröße, aber Badminton ist ja auch olympisch ein unglaublich toller, intensiver Sport. Hat nichts mit Federball zu tun, weil es ist viel schneller und macht unglaublich viel Spaß. Deswegen habt ihr auch alle so eine tolle Figur, weil da verbrennt man richtig Kalorien. Sucht ihr noch Mitglieder? Ja, gerne. Wo kann man sich melden? Homepage, taucher.sv.de. Gut, machen wir. Also, wir kommen alle zum Badminton-Spielen. Schön, dass ihr da seid, unsere Badminton-Spieler. Athletikclub? Nein, nicht. Ja, doch. Doch, ja. Doch, Athletikclub 1990, Taucher e.V. Ach, damals halt. Ringen. Ich war ja mal Hallensprecher beim Ringen. Jetzt versteht ja kein Mensch mehr irgendwie noch die Regeln. Das ist ja alles sehr kompliziert. Aber wir haben ja nicht nur Ringer, sondern wir haben. Sind das jetzt Judoka oder Judoka jetzt, ja? So, wir wollten ja mal unseren Bürgermeister aufs Kreuz legen, ne? Hatten wir vor ein paar Jahren mal gesagt. Schön. Oh, guck mal hier. Unsere kleinen, großen. Ihr macht jetzt eine Vorführung, ja? Ich hätte, glaube ich, keine Chance gegen euch, oder? Ich so. Blauer. So, schwarzer. Schwarz. Das ist der dritte Dan, oder was sagt man zum Schwarzen? Erster Dan ist. So, jetzt kommt Jujutsu. Seit vielen Jahren auch immer mit dabei. Das ist Wanki, ach, ich hab da keine Ahnung. Dankeschön. Unser nächster großer. So, unsere Volleyballerinnen. So, wir sind immer noch bei welchem Verein?
AC Taucher. Einem AC Taucher. Hätten wir festgestellt, wir haben also im AC Taucher alles. Wie heißt du, junge Frau? Katja. Katja, gut. Ein schöner Name, muss ja nicht schämen dafür. Wie alt bist du denn? Wo gehst du, Oberschule oder Gymnasium? Gymnasium. Willst du einfach mal auf die Zettel das Ding wegnehmen? Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Dann haben wir McCormick. Landsmähwerk, Baujahr 1939, Carsten Müller ist der Chef, der die ganze fährt, Inhaber der Firma Andreas und Müller Elektroanlagenbau aus Kleinpösner. Und der hat einen geilen Job, der hier. Servolenkung hatte das Ding noch nicht, oder? Klasse, da ist es an der richtigen Stelle. So, das ist jetzt Cola Leipzig EG, richtig. Aus Blößitz, über 2000 Mitglieder, bekannt durch den biologischen Anbau von Obst und Gemüse. Verkauf erfolgt in 47 Läden in der Region Leipzig und Halle und im Hofladen in der Engelsdorfer Straße 99. Herzlich willkommen, Cola Leipzig EG aus Blößitz! Das bestgehütete Geheimnis, die Frau, die beim letzten Enzidenz-Trends-Festival aus der Pate stieg, Frau Pate, präsentiert vom Heimatverein. Einen großen Applaus für unser Maskottchen, unser Leitbild. Das ist Frau Pate! Die steinerne Brunnenfigur wurde 1919 erschaffen, hat bis heute eine hohe Bedeutung. Als Erkennungszeichen des Heimatvereins im Cabrio von Anne Schütze gefahren. Unserer Stadt, Frau Pate. So, jetzt steht hier Bild 16 Volkschor, aber ihr seid nicht vom Volkschor, nein. So, ihr seid vom Bollerwagen e.V. Was macht ihr? Heimatverein. Ich bin der Heimatverein, ja. So, das ist hier der Karl Lauterbach Gedächtniswagen. Wenn man es lange genug stehen lässt, kann man es auch rauchen, ja. So. Unter den Namen Dottermusch, Jörg Dottermusch ist der Chef. Regionales Obst und weitere landwirtschaftliche Produkte vor den Toren Tauchers oder auf dem Wochenmarkt hier bei uns. Der Blütenfrost im April verursacht eine schlechte Ernte. Trotzdem laden die Obstbauern herzlich zum traditionellen Hochfest ein. Am 14. und 15. September auf das Gelände des Obsthofes in Böhmen. Schön, dass ihr da seid! Jeder ist willkommen, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Schade. Nicht nur Züchter, auch Halter sind im Verein gern gesehen. Tauben und Hühner haben wir dabei. Jahreshöhepunkt ist die rassige Flügelausstellung am 28. und 29. Dezember in der Mehrzweckhalle. Und bitte, da gibt es keine Gänse für den Weihnachts- oder Silvesterbraten. Das sind Zuchttiere mit viel Liebe aufgezogen. So, der Imkerverein. Oh ja, ich sag mal, wenn ich so lange labere, es wird langsam warm unter der Haube. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Unser Imkerverein Taucher und Umgebung e.V. Bienen sind etwas ganz Wichtiges, sind mittlerweile auch schon vom Aussterben bedroht. Also, unseren Imkern einen großen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Naturheilpraxis Hitzold, das ist die Peggy. Peggy ist. Hallo Peggy, oh, siehst du zauberhaft aus, Jahr für Jahr aufs Neue. Naturheilpraxis Peggy Hitzold im Wohngebiet Parkblick in der Wurzner Straße. Seit 4 Jahren gibt es sie. Die Chefin ist seit 13 Jahren Heilpraktikerin. Bist du schon so alt? Du siehst auch so jung aus, Mensch. Sie unterstützt Erwachsene und Kinder bei der Gesundheit und zwar ganzheitlich zu erleben und nicht nur die Symptome zu therapieren. Schön, dass ihr da seid, Peggy, und. Der Volkschor Taucher, was gibt's über euch zu sagen? Seit wann gibt's euch schon? Wir in Freude, Scherz, Blick sind Sorgen und Schmerz. Wir schauen dich an und rufen dir zu. Wir singen, singen doch auch du, komm zu uns, denn singen bringt Freude, Scherz. Weg sind Sorgen und Schmerz. Wir schauen dich an und
dazu. Wir singen sie noch dazu. Dankeschön. So, wir sind bei der Kita Sonnenkäfer, richtig? Sonne, was seid ihr? Schön. Also Sonnenkäfer, ein kleiner, familiärer, sehr lustiger Kindergarten in der Grasdorfer Straße. Mit viel Spaß, Fantasie und ganz viel Liebe machen unsere Kleinen was ganz Großes. Sie werden nämlich erwachsen. Im kommenden Jahr wird der Sonnenkäfer hübsch gemacht, was viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber Eltern und Erzieherteam rockt ihre Zungen. So, unsere Mandan-Indianer, die gehören zu Taucher wie das abgebrannte Ritterschloss. Wir haben den Übeltäter, haben wir. Falls ihr heute noch ein Opfer braucht zum Skalbieren, er hat öffentlich zugegeben, 1500 das Ding abgefackelt zu haben. Unsere Mandanen, ja, hatte eine sehr, sehr lange Geschichte mit Taucher verbunden. Es gab mal Zeiten, habt ihr beim Tauchstall gefeiert. Jetzt haben wir ein paar Karussells, das macht aber nichts. Wir sind stolz darauf, euch heute hier zu haben. Unsere Mandanen-Indianer, herzlich willkommen! So, das sind die Pfadfinder. Letztes Jahr sind sie losgezogen und haben gesagt, ja, wir fahren nicht mit der Deutschen Bahn nach Taucher, wir wandern. Heute sind sie angekommen, Teil des Bundes der Pfadfinder, insgesamt 60 Mitglieder, der Name, was geht, wie spricht man denn richtig aus? Oh Gott. Verstehe, Bruder. Der Patebutz, 2012 gegründet. Durch die Ausrichtung der Line Dance Europameisterschaft 2023. Mit aktuell zwei Weltmeistern, einem dritten Platz bei der WM in Barcelona, sind sie auch international anerkannt. Heute präsentieren sie sich im Flower Power der 60er Jahre. Love, Peace in Rock'n'Roll mit langen Haaren, Nickelbrille und einer Tüte Hasch. Herrlich. Ja, jetzt mal deine Brust rasieren wollen. So, halt, wir sind bei der Grundschule. So, das ist die Grundschule, die Regenbogen-Grundschule, gegründet 2004 bis 2009, erster Anbau, 2019 zweiter Anbau. Jetzt gibt es mittlerweile 17 Klassen, vielfältige Projekte, Bienenprojekte, Brotbacken nach traditioneller Methode. Seid ihr alles Lehrer? Ihr Armen. Ja. Grundschule am Park. Ach, ist doch völlig wurscht. Also, dann machen wir die Grundschule am Park. 8 Klassen, Leitbild, Grundschule am Park, in der Vielfalt stark, orientieren sich an 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungsziele, positive Gestaltung der eigenen Zukunft. Altersgemischte Gruppen entfallen, da sie eigentlich kreativ sind, wenn sie alles machen. Von der Mülltrennung bis zu Tierheim und Altersheim, überall wird geholfen. Ihr Lieben, ich bin ein Lehrerkind, das merkt man. Insofern schön, dass ihr da seid. Machen wir kurz Musik. So, was macht das Jugendparlament? Wir vertreten die Interessen der Jugendlichen und es ist wichtig, dass die Meinungen von Jugendlichen gehört werden. Deshalb gibt es uns. Uns gibt es auch schon relativ lange, aber wir sind noch relativ unbekannt. Deshalb hoffen wir, dass sich das jetzt in Zukunft ändert. Und bis heute können alle Jugendlichen noch das neue Jugendparlament wählen. Dankeschön, Jugendparlament. Und vor allem das Wichtigste ist, dass man miteinander redet. Und dass man Fahrrad fährt. So, also, Klimainitiative Taucher. Schön, dass es euch gibt. Der Kai ist da, wo ist er denn? Taucher Süd, Gartenlokal. Freunde, ich finde das schön, dass ihr die Tradition fortsetzt. Wenn ihr mal lecker essen wollt, geht ins Süd. Das ist Kult, das ist schön. Kommt Zeit, kommt Rat. So, wir sind bei Krabbes. Ist ja süß. Ihr rüstet ja auf, egal wo man hinfährt, an allen Häusern steht Krabbes. Was sind du? Pegner. Ich hab dir was Schönes mitgebracht. Guck mal hier. Bitte schön. So, ihr seid auch vom Akrobatik-Club. Ja. Ja, nee. Ihr seid die Akro-Mamas. Aber Akro jetzt nicht von, sondern von... Welche Tochter von den vielen ist deine? Da ganz vorne mit dem Blauen. Nee, die ganz vorne mit dem Blauen da. Nele! Oh, jetzt. Uwe, ich habe gnadenlos überzogen. Das ist der Uwe, der Chef vom LC, zusammen mit dem Heimatverein. Haben Sie diesen fantastischen Umzug organisiert? Dankeschön! Oh, macht nicht so viel Krach, ich habe gestern Bier getrunken. So, wo sind wir jetzt? Ach, jetzt geht ja alles runter und drüber. Also, wir sind beim... Ja, früher haben wir ja mal Hüpfen gespielt. Also, wir begrüßen unseren Kindertag, TSG Handball Volleyball. Wir begrüßen die SG Taucher. Macht
Ja, hier steht SG dran. LCSG. Wir begrüßen unsere Sportlerinnen und Sportler. Mit einem Dreifachen Sport. 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 Und da ist die SG Taucher. Mehr als nur Leidenschaft. So sehen Fußballer aus. Unsere Nachwuchsfußballerinnen und Fußballer, unsere Volleyballer, das ist jetzt die TSG. Richtig, Vorsicht. Also Volleyball, auch ein sehr, sehr schöner Sport, kann man überall spielen. Nicht nur auf der Straße vor der Sparkasse, sondern eben auch am Strand, zu Hause, im Garten, braucht man nicht viel. So, das ist jetzt... Welche Abteilung? Die allerbeste. Ja, ich weiß es. Das ist die Handball! Ja! Unsere Handballerinnen! Das ist übrigens die allerbeste. Das ist die Lea. Ja. Gut. Gut. Und das ist auch die Lea. Dann haben wir noch, das ist die Caro, kaufst du ein Caro und Lea T-Shirts. So, die Maxi, die Chrissy und die Anna. Großen Applaus für unsere Handballerinnen. Oh, darf ich einmal gendern für unsere HandballerInnen. Ihr seid auch Handballer, ja? Ja. Sehr schön. So, schön, dass ihr da seid. So, Badminton. Taucher Sportverein Badminton hat insgesamt 100 Mitglieder. Erste Mannschaft ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Badminton ist die schnellste Spielsportart mit Spitzen bis zu 500 km/h. Du siehst so cool aus. Ich wollte einfach nur ein Kompliment machen. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich dich anspreche. So, ihr sucht noch Nachwuchs, ja? Ne? Ja, Nachwuchs hat er nicht gemacht. Wo spielt ihr? In der Mehrzeit haben wir immer Alltag um 19:30 Uhr. Nee, ich 18 Uhr freitags, mehr Zweckhalle, also schön, dass ihr da seid. Ich spreche dich nicht an, ich kann das gut deswegen. So, wir sind's. So, wir brauchen mal ganz schnell einen Arzt. Haben wir jemanden da, der sich ein bisschen... Alles gut. So, ja, alles gut. Haben wir jemanden vom Medizinischen? Na, guck mal, hier kommt's. Sofort jemand. Wir sagen nochmal Dankeschön an den LC Taucher, an den Schlossverein, Heimatverein. Wir sagen nochmal Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Vielen herzlichen Dank und Dankeschön an unser medizinisches Personal für das spontane Eingreifen. Ihr seid toll! Dankeschön! Wir lieben Taucher!